Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Subsistence. Jo, ich bin ein bisschen jung mit der mit den Sprachton, also mit meinem Stimmton etwas zu arbeiten. Ob es besser wird, es schlechter wird sich Mühen geben. Ich weiß leider nicht, ob es nachts irgendwas soll. Dunkel oder hell wird. Naja, sei mal dahingestellt. Ein bisschen weiter, egal ob es dunkel ist. Ich habe ein bisschen was zu tun. Ich sehe gerade Schuhe haben wir noch. Anziehen. Und im Kühlschrank stecken. Sandstein. Es wird dunkel. Ist nicht so schön. Aber ich kann ja, man hat ja die schöne Pause-Funktion. Ja, ja, was. Ich will ja ein bisschen jagen gehen. Ja, das ist zum Beispiel ein Molotow. So, da brauchen wir ja Alkohol. Destille, wie viel kostet Destille? Ist im Bereich des Möglichen. Bereiche möglich. Ach ich, wo krieg ich vom Kristall her? Natürlich aus den Höhlen, ja, aber ich bohre so weit noch nicht, dass ich in den Höhlen wohne. Dann kann ich leider nicht sagen, was mich da drinnen befindet. Eine machen. Ich ja irgendwann mal Hühnerstall will ich auch gerne machen. Zwei Seile heißt also 6 Sehnen. Oh, oh. Ich glaub, 6 Sehnen habe ich sogar. Da brauche ich noch mal sehen für den für die Upgrades. Also wohl oder übel muss ich ja machen. Das heißt also, muss ein paar Gewehrpatronen machen. Mindestens 4 Stück. 4. Mit dem Pumpen Money. 3. Patronen kann man ja auch herstellen, aber es ist leider ein bisschen teuer. Ein blödes Ding. Eigentlich können wir ja alles bauen, wenn wir wollen. Muss es nur haben. Erdbohrer wäre auch nicht schlecht. Ich hatte das auch noch nie gehabt. Aber es hört sich interessant an. Oh naja, wir machen erstmal. Bis es wieder hell wird. Bis gleich. So. Es wird langsam wieder hell. Langsam aber sicher. Ein bisschen
Holzhacke. Gut, dann konnte ich ja nicht viel. Oha. Den nehme ich mit. Was? Nicht nur Gott. Jetzt habe ich wieder eine Munition verschwendet. Das ist so ärgerlich. Mein Gewehr muss ich jetzt auch noch. Als nächstes hätte ich ja Bock auf den Stall. Auf einen Stall. Und aus einem Kleintierstall. Aber wenn es Kleintiere gibt, kann man auch Großtiere irgendwann haben. Irgendwann. Schön. Gesundheit erhöht. Und schnell in meiner Palle. Brauche auch mal einen neuen Spitzhacke. Was war das drin? Haben wir ja. Also heißt entweder einen dicken Hirsch oder Elch oder Boomer. Hoffentlich ist die Map auch schon sehr groß. Jetzt dort dicke Arm, ja, rechts. Also, haben wir auch noch. Okay, jetzt. Neun nicht, neun links machen wir, ja. Dann gehe ich mal Richtung Huma-Ecke. Knoche im Falle aller Fälle. Ich nehme jetzt diesmal keine Erze mit.
Wenn nicht, ist das, was man hat, das hat man. Aber ich habe schon irgendwie zu viel und ja, kriege das irgendwie nicht alles weg. Ich nehme ein paar Kisten mit, Fasern und sowas. Da ist zum Beispiel schon eine Kiste. Mir ist kalt. Vorstellen. Da ist ja schon einer. Alter, wo ich das Knurren gehört habe, habe ich mich so erschrocken. Danke für die 6x sehen, Alter. Wo ich das Knurren gehört habe, habe ich schon gewusst, ein Puma. Und den kann man ja nicht entfliehen. Mit dem Trick, mit dem Rennen. Oh. Alter, Alter, Alter. Der war ja meine Ecke gewesen, ja. Der Trottel gewesen, ja. Da konnte er nichts mehr machen. Das ist genau die Ecke gewesen. Tatsächlich. Ist noch einer. Naja, ja. Das ist Wolf. Oh! Kältetoleranz bis 0,5 habe ich. Ist eigentlich jetzt weg. Sonst klappe ich weg hier. Das ist schön windig, oh. Man hört's. Was ich nicht am meisten brauche. Jetzt im Kopf trocken. Klack! Ich muss noch schneller hin hier.
Schirmen gibt. Ich habe jetzt aber am meisten nicht. Jetzt maximal 3 Stück bis Minimum einer. Minimum oder bis okay. Wie es aussieht, ist es auch doch. Also. Sind denn meine DPS-Kiste zum Beispiel eine Premium-Truhe, weil ich jetzt in Not bin, aber reicht eine Premium-Truhe. Nichts. Man sieht, findet man nichts. Aber wenn wir nichts finden, dann kommt etwas. Typisch. Aus Frust bog sich jetzt den Wolf ab. Da kann er ja irgendwo.
echt nicht. Haltbarkeit ist schon zu niedrig. Und Kupfer war eigentlich schon, weil das Mangelware ist. Ist schon ganz lange, ne? Gerne kann ich nicht mehr. Oh, Rambi. Wisst ihr was? Wenn schon eine Bambi hier ist. Dann holen wir ihn auch. Eine Win-Win-Situation. Muss jetzt mal gucken, wo der Hinterrand ist. Oh mein Gott. Okay. Ah, was ist da drin? Dass sich dreht. Das ist wirklich mit Wetter bedingt, ne? Wenn es anhört, dass es Win-win-win again, ka-ching. Morgen wach. Alles muss man haben. Ka-ching, ka-ching. Oh, wie schön das klingt. Aber auch solche Ohrwürmer von ihnen. Seite ist Steak. Steak und ein bisschen Hase. Sechs Sehnen ist doch nicht schlecht. Was? Erstmal mit der Aussehung. Was ist ja nicht? Seile machen. Kann ich nicht. Schon 0,02 Milliampere. So. Oder eine Militärkiste.
macht jetzt seinen Teil. So, Freilandhaltung. Ui. Ist das neu? Weil damals kenne ich nur Höhe, Kotfänger und Freilandhaltung. Neue. Kannst du drei Tiere lagern mit? Ui. Also, die zwei sind im 100% im Bereich des Möglichen. Brauche ich noch die Eisenbahn? Bedeutet Stoff ist sogar auch easy peasy. Was? Ja. Baumwolle. Das war's. Aber das ist ein Zimmer, was schwierig herzukommen ist. Sonst. Easy peasy. Und weiter. Ja, weil wir nehmen jetzt crazy. So, als nächstes ein Hühnchen in Holde. So. So, dann machen wir noch schnell eine Blutrunde. Schnell und saftig. Hey, bevor es dunkel wird. Ich jetzt auch ja, mache ich auch sehr gut jetzt. Nur mit den Tomaten und sowas muss ich Samen ziehen und weiter züchten. Mache ich jetzt mal. So, da oben ist der Brennung, ist sowas. So, einmal kurz nach rechts. Dann wird auch kurz nach links. Ah, der Pister. Nope. Scheiße, Schatz. Schon weg. Oh, da ist die Airbase. Ja. Eine kleine Airbase. Sehr schön. Irgendwann Loot ready. Wenn die Kisten drin haben, ist ja dann, wenn die Tür da gut und eine Etage mehr haben,
und haben die Kisten drin. Das ist auch schön. Weil ist das noch mehr, die zu raiden. Hätte ich ja auch noch ein Beet. Thank you.
war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.